Deutschland verliert im letzten Vorrundenspiel 0:2 gegen Südkorea. Ein historisches WM-Aus, welches es vorher noch nie gegeben hat. Was vor ein paar Wochen niemand für möglich gehalten hätte, tritt jetzt ein. Die Zukunft von Joachim Löw als Bundestrainer ist ungewiss, auch wenn der DFB-Präsident ihm eine Jobgarantie ausgestellt hat. Fest steht, dass der Bundestrainer selber einen Rücktritt noch nicht ausgeschlossen hat. Doch was sagen die Fans? Sollte Jogi Löw den Platz räumen? Das ist immer schwierig zu sagen. Also ich gehe mal davon aus, dass der Trainer schon gewechselt werden sollte, weil die Mannschaft einfach nicht harmoniert hat, so im Gesamten. Und das ist für mich so ein bisschen der Grund, warum wir ausgeschieden sind quasi. Also am Trainer würde ich jetzt persönlich nicht sagen. Ich meine, der macht jetzt seit mehreren Jahren den Nationaltrainer und dass nicht jedes Jahr oder alle 4 Jahre super laufen kann, das ist nun mal so. Dass wir ausgeschieden sind, ist schade, klar, aber ich persönlich gebe da jetzt nicht so den, wir da hatten eine schlechte Zeit. Also wir sind Weltmeister geworden, da konnten wir prima uns super drüber freuen. Dass danach mal eine Flaute ist, dann ist das halt so. Der kann ruhig bleiben. Wegen einmal Versagen muss man ja nicht zurücktreten, aber ich denke, dass er das machen wird, von sich aus. Kann ich mir gut vorstellen. Grundsätzlich ist es, glaube ich, eine Einstellungsfrage gewesen. Von daher, es zeigt sich ja auch in den anderen Jahren, dass das nicht einfach war nach dem WM-Sieg. Und von daher denke ich, schwierig, da letztlich einen Schuldigen zu finden. Natürlich ist er nicht schuld und er soll bloß bleiben. Wir können keinen besseren Trainer bekommen. Weil er ein guter Trainer ist, weil er das bisher alles gut gemacht hat und ich keine Veranlassung sehe, dass er gehen soll. Es wird ein Umbau stattfinden, das hat er in Aussicht gestellt, das hat der DFB-Präsident in Aussicht gestellt und 3 Spiele hauen nicht das in den Sack, was über Jahre lang gut gelaufen ist. Ich hatte einen Umbruch gemacht nach dem letzten Sieg und ich denke, zum Umbruch gehört auch ein Trainerwechsel. Ganz einig sind sich die Oldenburger nicht. Die Mehrheit ist jedoch dafür, dass Jogi weiterhin die deutsche Nationalmannschaft trainiert.